Willkommen Freunde, zurück bei Skyrim mit frischen Batterien, damit sowas wie gerade nicht nochmal passiert. Und ja, scheint schwer zu gehen, lag wohl tatsächlich an den Batterien. Gut, das Problem wäre geklärt. Bleibt nur noch das Problem mit den Ziegen, aber darum kümmere ich mich später. Ich, ja. Was machen wir jetzt? Wir haben neues Holz und so weiter und so fort. Wir gehen mal. Wo gehen wir denn mal hin? Da gehen wir mal hin. Es gibt stets menschliche Diener in Burg Volkiar, von denen sich jeder Vampir nähren kann. Und es regnet. Immer noch. Ach so, hier sind. Hier ist das. Hier, nein, hier will ich dann nicht hin. Dann möchte ich nach Rurikstadt, nach ja mal Faltenring. Windhelm. Wir gehen mal kurz nach Winterfeste. Rotwadone sind zu 50% gegen Gifte resistent. Sie können einen. Oh. Lagerhaus des Jarl. Hallo. Da sitzt er. Zuras Weisheit seine Beine. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Erzählt doch mal was. Leider ist die Stadt Winterfeste, die ihr vor euch seht, nicht gerade sehr imposant. Doch ich kann euch versichern, dass sie in ihrer Blütezeit etwas ganz Besonderes war. Eine frühe Hauptstadt Himmelsrands, wisst ihr? Unglücklicherweise hat die Oblivion-Krise Winterfeste in Mitleidenschaft gezogen, in mehrfacher Hinsicht. Dann verschluckte der große Zusammenbruch einen Großteil unserer geliebten Stadt. Ich glaube nicht. Ah ja. Bis zum nächsten Mal. Sag, worum es geht. Das ist auch egal. Nein, danke. Hi. Ich bin nur der Huskar. Wenn ihr etwas braucht, solltet ihr mit Kralda sprechen. Meine Aufgabe ist es, dem Jahr zu dienen und nicht meine Zeit mit Reden zu verschwenden. Oh. Fühlt er sich wieder wichtig. Blöd, Mann. Frostiger, was stand da? Frostiges Feuer, oder? Jo. Ich bin einfach nur froh. Ach, der. Es gibt im Leben nur wenige so große Freuden wie eure Gesellschaft. Hey. Was soll denn das? Eigentlich ist es egal, wer in Winterfest an der Macht ist. Allerdings überrascht mich das auch nicht. Wie freue ich mich, diesen Mann zu sehen. Aha. Ich beschwere mich nicht darüber, dass Cori hier fort ist. Aber ich erwarte nicht, dass sich die Dinge ändern werden. Ich weiß gerade nicht, was ich machen möchte. Mal schauen. Ich suche ein Huch. Hi. Ihr gehört doch zu diesen. Nein. Dann gehen wir nach Mortal. Da waren wir gleich schon lange nicht mehr. Legenden erzählen von uralten Nordhellen, deren Stimmen mächtig genug waren, um Drachen zu zähmen und zu reiten. Lalala. Ich hörte, ihr wart bei der Hochzeit der Cousine des Kaisers in. Ich habe auch so vieles gehört. Und man weiß nie, was davon war. Ich kenne Leute wie euch, die immer nur herumschleichen. Hi. Hm? Nun seht euch nur an. Wenn nur jeder so handeln würde wie ihr. Ihr sollt angeblich Visionen haben. Die Göttlichen enthüllen mir manchmal Dinge. Ja, das verheimliche ich nicht. Es ist eine Gabe.
Wer das nicht glaubt, kann und wird es nicht verstehen. Ja. Huch. Das wollte ich gar nicht. Wenn ihr etwas mit dem Jahren zu besprechen habt, solltet ihr zuerst... Hier können wir auch noch ein Haus kaufen? Warte mal. In Mortal stehen nicht viele Häuser zum Verkauf. Aber wenn ihr interessiert seid, könnt ihr euch ein Stück Land verkaufen, auf dem ihr ein eigenes Haus bauen könnt. Dann können wir uns ein zweites Haus bauen. Wäre ja schon lustig. Ah, lasst mich mal überlegen. Sollen wir uns ein zweites Grundstück kaufen? Geld haben wir. Das ist nicht das Problem. Und es ist ganz... Warum nicht? Warum nicht? Ich find's lustig. Ausgezeichnet. Wir freuen uns, euch als Landbesitzer in Jalmarsch willkommen zu heißen. Hier ist eure Besitzurkunde. Wenn es euch nichts ausmacht, euch die Füße nass zu machen, solltet ihr nach Norden an der Mühle vorbeigehen. Das eine oder andere seltsame Grab auf dem Weg sollte euch nicht stören. Das Land liegt an der Küste, auf der anderen Seite des Karp-Deltas von Einsamkeit. Cool. Eine bezaubernde Gegend. Ihr werdet es sehen. Ey, das klingt ja schön. Der Jarl hat mich zu eurem Hofnarr ernannt. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Ja, schön. Ey, das klingt doch nett an der Küste. Mal schauen. Wenn das besser gelegen ist, dann ziehe ich um. Karte. Da oben. Gehen wir nach da und gehen dann runter. Wenn das wirklich schöner ist, dann ziehe ich um. Gehe ich einfach wieder querfeld ein. Jo. Hops. Hier? Jo. Haus Windstadt. Oh, der Ausblick ist ja herrlich. Wir bauen uns das zweite Haus. Holz haben wir schon. Sehr schön. Sehr schön. Lass mich mal, haben wir ja auch direkt, hier haben wir, können wir Holz hacken. Hier haben wir Lehm, richtig? Ja, Lehm. Haben wir auch hier direkt irgendwo Bruchstein? Hier bestimmt. Nicht? Doch, hier. Nee, was? Hier haben wir keinen Bruchstein? Ah. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen. Ich mache mir nichts aus der Sonne, aber die wäre jetzt besser als dies. Dafür brauchen wir erstmal 10 Bruchsteine. Das haben wir hoffentlich in der Truhe, also. Nägel. Jetzt steht die da im Weg. Gehst du mal da? Geh da weg. So. Flup. Fehlen uns noch mal Nägel. Das muss also das wunderschöne Wetter von Himmelswand sein, von dem ich gehört habe. Jo. Bauen wir uns das zweite Haus. Ah ja, können wir auch für Stall, Garten. F-
Fisch? Wir können eine Fischzucht. Cool. Das ist ja toll. Ich glaube, ich ziehe um. Ich ziehe hier hin. Lehm. Ich habe noch hier, irgendwo hier habe ich doch Lehm. Wo war das? Hier. Mal ein bisschen Lehm hauen. Zack. 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 Danke, das reicht schon. Was will der denn hier? Also ehrlich. So. Wo ist denn unser Fischdings? Wahrscheinlich irgendwo da. Muss der irgendwo im Wasser sein, richtig? Ach, hier unten. Das heißt, wir haben immer fangfrischen Fisch. Das ist eine, hier haben wir einen Steinbruch. Sehr schön. Sehr schön. Seht ihr, alles findet sich. Hier haben wir die Schmelzhütte und alles stehen. Ja, herrlich. Hier ist das, hier ist der Garten. Da können wir was pflanzen. Hier wohnt dann wieder das Pferd. Mir gefällt's hier viel besser. Schwupp. Hauptraum. So. Wir brauchen 30 Bruchstein, wir haben nur 6. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Was wird denn das, wenn wir, dafür brauchen wir so viel Bruchstein? Naja, dann hacken wir uns halt Bruchstein. 6 haben wir, 30 brauchen wir. So. Damit wären es 10. Vierzehn, achtzehn, zweiundzwanzig, sechsundzwanzig, dreißig. Das haben wir zu viel und können nicht rennen. Na, ja, so weit war der Weg jetzt. Oh, so langsam im Gehen. Aber so weit war es ja zum Glück nicht. Wo war denn das jetzt? Wir können nicht rennen, aber wir können hier rumhüpfen, ne? Na, da hinten war es ja. Hopp, hopp, hopp. Ja, was geht da schneller, wenn wir springen? Hm.
La, 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 la. Lass mal diesmal den Vogt einfach alles selber einrichten. Bauen sonst gar nichts anderes da rein. Dann sind wir da halt auch schnell fertig. Und dann würde ich gerne noch das dritte Grundstück kaufen. Dann muss ich nur mal gucken, wo es ist. Ich weiß, man kann 3 Grundstücke kaufen und die hätte ich einfach alle gerne. Einfach so, weil wir es können. So. Wir müssen erstmal wieder Nägel uns. So, Schmieden wieder verbessert. Zack. Wir brauchen noch mehr Nägel. Ah, oh, keine Eisenbarren mehr. Müssen wir Eisenbarren einkaufen. Nägel und Lehm. Lehm ist kein Problem. Na gut, dann gehen wir mal eben Nägel kaufen. Und zwar am besten einfach... Ah, schaut mal, hier wäre auch noch was gewesen. Ja, wir gehen einfach in Einsamkeit etwas Eisen kaufen. Das ist so ein schönes Grundstück, das gefällt. Da hat man wenigstens einen schönen Ausblick übers Meer. Schwupp. Ganz gleich, was noch passiert. Die Wachen werden euch für alles, was ihr getan habt, auch immer danken. So, wo ist er? Da. Hi. Anscheinend haben die Kaiserlichen ständig Bedarf für alles Mögliche. Aber womit kann ich euch dienen? Ich würde gerne was kaufen, so aber... Anderem, die Männer, aber damit erzähle ich euch gewiss nichts Neues. Man könnte, meine Loyalität gilt einsam. Wohin ja Elisif uns auch führt, ich folge ihr. Okay, hier können wir... Bei dem Schmied können wir nichts kaufen, dann können wir es bestimmt hier drin kaufen. Oh. Hoffe ich mal, dass das geht. Das Befiedern gefällt. Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch. Er ist nur ein Pfeilmacher. Wenn ihr Zubehör zum Bogen... Hey! Hi. Hallo und willkommen, mein Freund. Wie kann ich euch an diesem schönen Tag helfen? Ein Bogenschütze? Oh, da habe ich genau das Richtige. Erstmal verkaufen wir dir was, du Vogel. So. Du hast nichts für uns. Kommt doch bald mal wieder vorbei. Hier können wir kein Eisen kaufen. Dann gehen wir woanders hin Eisen kaufen. Ich dachte nur, es wird hier... Es wäre jetzt nur ein Schatten, oder? Ich hoffe, dass das nur ein Schatten war, der gerade weggeflogen ist. Du bist doch ein Schmied. Anscheinend haben die kaiserlichen Städte... Werft einen Blick drauf. Ich wollte schon sagen... Davon brauchen wir auch erstmal Eisen. Und die nehmen wir auch einfach alle mit. So, wieder zu viel des Guten. Ihr könnt jederzeit... Komm.
53. Oder Rüstungen braucht. Eine Schmiede braucht macht ihr etwas? Pause. Irgendetwas Brauchbares? Oh. Das nehme ich gleich wieder weg. Das sieht... Oh. Da habe ich mich glatt etwas vor ihr erschrocken. Es geht da mal gar nicht. So, wir bauen noch schnell wenigstens den zweiten Flügel oder das Haupthaus hier fertig. Ach, sie hat das Ding schon wieder abgenommen. Danke. Ach, schaut mal, da ist er. Hi. Ehre sei mit euch, mein Tane. Ja, du wirst dann bald Vogt und dann passt das alles schon. Was fehlt denn jetzt? Ach, Lehm. Ich habe Lehm vergessen. Haben wir hier ist doch bestimmt Lehm drin. Da wäre es noch Eisen drin gewesen, hätte ich gleich... Lass uns etwas schneller gehen. Die Sonne... Tut meine Haut nicht gerade gut, wenn ihr versteht, was ich meine. Jippa. Was fehlt dafür jetzt? Holz und Nägel. Holz, das ist jetzt doof. Müssen wir noch Holz kaufen? Gut, Freunde, ich würde sagen, dann bauen wir es jetzt. Oder? Ach komm, das machen wir noch. Sägemühle. Ich hoffe, die verkauft uns Holz und dann. Passt das soweit hoffentlich alles. Warum hoffe ich, dass immer jemand jetzt wieder ist, der uns was verkauft? Du, komm, verkauf mir Holz. Ihr Arbeit? Dann besorgt. Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Ist das Fett, nicht aus den Ohren wächst? Wo sind die Leute, die uns das Holz verkaufen? Du, bitte. Was wollt ihr? Wie viel? Kann ich mir das Holz selber sehen? Nein, das glaube ich nicht. Wie viel? Zu diesem Preis? Aber sicher. Bis zum nächsten Mal. Nein, das glaube ich nicht. Unfreundlicher Elf. Was, ein Elf? Hier, ich habe gar nicht drauf geachtet. Nein. Der war aber wirklich unfreundlich. Nein. Das glaube ich nicht, nein. 25 Nägel. Bruchstein, 14 haben wir. Hier ist nichts mehr drin, ne? Ne, nur Eisenbarren. Hier draußen ist es so hell. Ich weiß nicht, wie ihr das ertragen könnt. Wie viel Karte? Nein, nicht Karte. Wieso haben wir eigentlich schon wieder so viel Gewicht? Egal, wir gehen erstmal rein. Das wird also genauso wie das andere Haus auch. Gut zu wissen schon mal. Dann muss ich noch. Ich guck mal eben, wo der Typ ist.
Ja, wo treibst du dich rum? Ich weiß nicht, egal. Freunde, ich würde mal sagen, das soll es für heute dann gewesen sein. Im nächsten Part bauen wir hier weiter und ich sage erstmal bis dann und ciao. Jo, schön. Das leere Haus. Gut, bleiben wir einfach hier stehen. Jo, also bis dann, Freunde. Macht's gut. Ciao.